Vielleicht hast du das ja auch schon mal gelesen oder gehört. Glückliche Menschen leben in der Gegenwart. Das heißt, sie nehmen den aktuellen Moment mit all ihren Sinnen wahr. Leichter gesagt als getan, aber denn wie stellen wir das überhaupt an? Meistens sind wir doch mit unseren Gedanken ganz woanders, eher in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wenn wir zum Beispiel überlegen, ob wir uns bei dem Streit neulich mit der Kollegin oder Freundin hätten anders verhalten sollen oder überlegen uns schon wieder, was wir nachher noch vom Supermarkt holen müssen. Ich zeige dir jetzt eine ganz einfache Übung, die dich immer wieder in die Gegenwart zurückholt. Wer sein Leben wirklich bewusst wahrnehmen möchte, der muss achtsam sein. Das bedeutet, dass man nicht abgelenkt sein sollte oder mehrere Dinge gleichzeitig tut, sondern dass man wirklich mit der vollen Aufmerksamkeit im Moment ist, bei der jeweiligen Sache, die man gerade macht. Es ist eigentlich erstaunlich, aber so eine kleine Sache kann unserem Glück ordentlich auf die Sprünge helfen. Und zwar, indem es uns hilft, den Fokus auf den jeweiligen aktuellen Moment zu richten. Weil meistens neigen wir schon dazu, unser Glück so ein bisschen in die Zukunft zu verschieben und sagen, wenn wir erst einmal diese Prüfung bestanden haben, dann werden wir endlich glücklich sein. Achtsamkeit hilft uns jetzt wirklich im Jetzt, in der Gegenwart zu leben. Und das hilft unserem Glück auch dabei, weil wir einfach dadurch die vielen kleinen Glücksmomente im Alltag besser wahrnehmen können. Diese ganzen Dinge, der schöne Sonnenaufgang oder das genussvolle Essen oder diese ganzen Kleinigkeiten, die das Leben eben auch ausmachen und die wir nicht wahrnehmen, wenn wir ständig auf Autopilot durch die Gegend rennen. Außerdem hilft uns Achtsamkeit auch dabei, unsere eigenen Bedürfnisse überhaupt wieder wahrzunehmen. Denn ganz oft unterdrücken wir die ja im Alltag und kriegen gar nicht mehr mit, was unser Körper uns auch zu sagen versucht. Zum Beispiel bei Burnout, das ist ein ganz klassisches Phänomen, dass die Betroffenen sagen, der sei total plötzlich aufgetreten. Aber Burnout entsteht eigentlich über mehrere Monate hinweg. Und es ist einfach so, dass diese Personen die Warnsignale ihres Körpers gar nicht mehr wahrnehmen. Kein Wunder also, dass Personen, die gelernt haben, in ihrem Alltag ein bisschen achtsamer zu sein, nicht nur glücklicher sind, sondern auch zum Beispiel weniger Depressionen, Ängste und Stress haben, dass sie sogar ein besseres Immunsystem haben, bessere Konzentrationsfähigkeit und Achtsamkeit kann sogar schmerzlindernd wirken. Wie also kann man Achtsamkeit trainieren? Eine gute Übung ist es, sich erstmal einfach nur auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Dazu sucht man sich am besten einen ruhigen Ort, setzt sich bequem, aber aufrecht hin. Und dann muss man in sich hineinspüren, nämlich zuerst einmal überlegen, wo man seinen eigenen Atem überhaupt spürt. Also zum Beispiel, das kann in der Nase sein, in den Nasenflügeln, vielleicht auch in der Kehle oder im Brustkorb, der sich hebt und senkt, bis hin zum Bauch. Und genau da, wo du deinen Atem am deutlichsten spürst, darauf konzentrierst du dich, also auf diese Stelle. Zum Beispiel, bei mir ist es meistens der Brustkorb. Und jetzt nimmst du dir einfach vor, für 1 bis 3 Atemzüge diese mit voller Achtsamkeit wahrzunehmen. Das heißt wirklich mit deiner vollen Konzentration auf dieser Stelle zu bleiben und deinen Atem zu spüren. Das klingt total banal, aber das ist überhaupt nicht so einfach, weil man plötzlich ganz viele Dinge hört und spürt und sieht. Zum Beispiel der Straßenlärm wird einem plötzlich total bewusst oder man denkt doch wieder daran, was man vielleicht nachher noch besorgen muss oder den Anruf, den man unbedingt noch hinter sich bringen muss. Und wenn die Gedanken dann abdriften, wie gesagt, das ist völlig normal, das geht jedem so, das soll man dann nicht verurteilen oder sich gleich schlecht deswegen fühlen, sondern einfach wieder mit der Konzentration zum Atem zurückkehren. Wenn du diese Übung häufiger durchführst, dann kann es dir dabei helfen, eben auch im Alltag achtsamer zu werden. Und generell hast du damit auch so ein bisschen ein Werkzeug an der Hand, wenn du zum Beispiel merkst, dass du wieder in Gedanken total abschweifst oder dich in Selbstzweifel verlierst oder ähnliches, dass du dann einfach diese Übung durchführen kannst und wieder zu dir und zu deiner Mitte sozusagen zurückkehren kannst. Achtsam zu sein oder achtsamer zu werden ist also gar nicht so leicht. Es erfordert wirklich einige Übungen. Aber es lohnt sich. Und gerade heute in unserer beschleunigten Zeit, finde ich, ist es ein ideales Gegenstück, um den Alltag auch bewusster wahrzunehmen und wieder mit allen Sinnen wahrzunehmen, damit man überhaupt empfänglich wird für all die kleinen, schönen Glücksmomente. Ich bin gespannt zu hören, wie es euch so mit der Übung ergangen ist und ob ihr vielleicht nach einiger Zeit dann schon einige Veränderungen bei euch oder in eurem Alltag festgestellt habt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich freue mich drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gleich hier weiterschauen. Oder noch besser, abonniert doch einfach meinen Kanal.